Guckt euch mal die Mühle an. Guckt euch mal die Mühle an. Wie cool. Also ohne Spaß hat er wirklich, habt ihr wirklich richtig cool gebaut, wenn ihr das Video hier seht. Jo, moin Leute und herzlich willkommen wieder zu Brandkommen zu Besuch, Folge 23. Jetzt wird's wirklich spannend. Ich bin nämlich in einer Map beigetreten. Und Eiko spielt drin, wie lol. In einer Map beigetreten, wo hier einfach mal vier Leute drin gespielt haben. Leon, HDH, YouTube, von ihm ist die Map. Und es spielen noch mit drin Elbeno 99, den kenne ich. Und Eiko kenne ich auch, 555. Und The World Animal 88 kenne ich nicht. Jo, witzig. Hi, guck mal, alle schreiben hi. Jo, besuche ich einfach mal hier so ein bisschen, oh Mensch, die Map von ihm, also von dem Leon HDH YouTube. Ich nehme mal ein Schwert in die Hand, weil ich möchte ja hier nichts kaputt machen. Ich meine, was haben wir aus der letzten Folge gelernt? Ich nehme gleich ein Dierschwert. Leon bewirbt sich gerade für meinen Realm. Ach so, okay. Ja, iCode 55 hat übrigens auch einen geilen Realm, den möchte ich auch noch vorstellen. Und zwar, ja wahrscheinlich zeigt jetzt dieser Leon gerade ihm hier, was er so gebaut hat. Und als Bewerbung für seinen Realm, das ist natürlich auch cool. Weil iCode 555, ihr müsst euch mal... Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber die Entwickler von der Minecraft Pocket Edition haben auf der Xbox-App, haben sie getwittert, wollte ich schon sagen, haben sie gepostet, ein Bild hier von iCodes Realm, von iCode 555, von seinem Realm, dass das grandios ist mit dem Bauten, müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Das haben wirklich, die Entwickler waren wirklich aus seinem Realm, ohne Scheiß, kein Scherz. Und jetzt treffe ich ihn ja, das ist witzig, das ist witzig. Und er kann wirklich mega geil bauen, also man muss dazu sagen, ich glaube, das ist jetzt mal so eine Map hier. Also dieser Leon, der baut glaube ich zusammen mit dem iCode jetzt ein bisschen was und wahrscheinlich möchte dieser iCode jetzt sehen, also Coder nenne ich ihn immer, möchte wahrscheinlich jetzt sehen, was er so drauf hat, ne? Also was er so baut und wir können uns das Ganze ja einfach mal anschauen. Wir können auch zwei Leute heute mal besuchen, dann schauen wir uns hier mal diese Map an und noch eine andere. Wie man sieht, ist da der Leon HDH YouTube. Und ja, er baut hier gerade so eine schöne Hütte. Das sieht doch mal nice aus. Und so sehen eigentlich auch die Hütten aus, die Coda immer baut. Also hier iCode. Und ja, finde ich auf jeden Fall wirklich cool, muss ich dazu mal sagen. Also ohne Spaß, das finde ich wirklich nice. Wir können ja nochmal schauen. Oh, es regnet. Es regnet. Hier haben wir auch irgendwie eine geile Hütte. Oh, jetzt ist der Regen auch noch ganz schön laut. Hier haben wir auch eine coole Hütte, die halt noch am Anfang ist. Aber ich meine, mit dem Stroh, das gefällt mir auch schon sehr. Ich meine, so habe ich das echt noch nie gesehen. Das muss ich mal ganz echt dazu sagen. Das habe ich noch nie gesehen. Oh, was hier auch witzig ist. Guckt euch mal an. Dieses Haus hier mit diesen Streifen. So ein Haus habe ich echt noch nie gesehen in Minecraft, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ist auf jeden Fall auch eine coole Idee. Wobei, jetzt muss ich gerade gehen, dann. Oh, müde. Ja, was ich nochmal eben hier sagen wollte, ist aber auch, hier sieht man natürlich, eingerichtet ist hier noch nichts, aber sie bauen hier, ach guck mal, Regen ist weg. Sie bauen hier auf jeden Fall ein bisschen was rein in diese Map. Einfach mal so, ja, ich denke mal, weiß nicht, man soll wahrscheinlich erstmal auch von außen so ein bisschen was sehen, wie das überhaupt so aussieht. Wie man sieht, haben sie hier einen geilen Weg gebaut. Das ist ja echt cool, guckt euch das mal an. Hier sieht man so Wald und dann hier so ein Waldweg. Und dann sehen wir, hier geht's rein in diese Hütte. Guck mal, Spinnnetz. Das finde ich wirklich cool gebaut. Das finde ich wirklich cool gebaut. Ich meine, guck mal, wir sind hier in einer Kreativ-Map, auf einer super flachen Map. Und da kannst du deine Kreativität wirklich einfach mal freien Lauf lassen. Das ist wirklich richtig cool. Guck mal, so eine kleine Sitzecke, so eine kleine Bank hier. Hey, das ist doch nice. Also das gefällt mir wirklich, muss ich ganz ehrlich mal dazu sagen. Wir können ja mal schauen, wenn wir hier mal weiter rennen durch die Gegend. Guck mal, hier ist noch etwas. Wir sind das so hinderlich. Ja, gucken wir gleich mal. Guck mal, hier ist zum Beispiel auch irgendwie eine ganz coole Hütte. Oder was auch immer das sein soll. Eine Hütte bestimmt, ne? Und kann man hier auch irgendwo reingehen? Guck mal, da bauen sie, glaube ich, auch gerade dran. Sieht auf jeden Fall von außen schon mal richtig cool aus. Das muss man echt mal dazu sagen. Guck mal, Elbeno fliegt hier rum. Oder Elbeno? Ich weiß nicht, wie man dich ausspricht, falls du das Video hier siehst. Ja, cool. Guckt euch das mal an. Also, wird auf jeden Fall cool. Aber man muss dazu sagen, wie gesagt, eingerichtet haben sie noch nichts. Und es ist halt bis jetzt noch eine kleine Map, wie man sieht. Aber was mir wirklich sehr gefällt, ist von außen schon, wie diese Häuser aussehen. Also man muss wirklich sagen, diese Leute haben echt Ahnung von Bauen, ohne Spaß. So gut würde ich nie, ich weiß gar nicht, wie kommt man auf solche Ideen, sowas zu bauen. Und jetzt überlegt euch mal, iCode baut genau sowas immer, baut richtig coole Sachen auf seinem Realm. Ich war auch schon auf seinem Realm und möchte den auch unbedingt mal vorstellen. Und die Entwickler haben einfach mal seinen Realm gepostet und empfohlen und haben einfach mal gesagt, das ist richtig toll. Ich glaube, die haben sogar einen Livestream gemacht während, also auf seinem Realm. Ohne Spaß, das ist jetzt kein, ich lüge hier echt nicht, das ist ohne Spaß wirklich so. Ich habe den Livestream zwar nicht gesehen, aber ich glaube nicht, dass er den Scheiß erzählt hat, weil ich komme eigentlich ganz gut mit Coda, klar, muss ich ganz echt dazu sagen. Ja, guck mal hier, Wither. Kurz davor, Wither zu spawnen. Hier fehlt nur noch ein Wither-Skelettkopf und dann würde hier, ne? Hoffe ich mal, dass sich da keiner Spaß erlaubt jetzt.
Ja, gut, ich würde mal so sagen, das war jetzt erstmal so eine kleine Mini-Runde. Ich meine, so viel haben sie jetzt nicht gebaut, aber mir gefällt auf jeden Fall so der Stil. Mir gefällt der Stil, mir gefällt das von außen alles. Und ich würde mal so sagen, wir können ja jetzt dann nochmal einen besuchen gehen. Aber, also mir tut es leid, dass ich jetzt nur so kurz hier bei euch war. Aber ich meine, wie gesagt, so mega viel gab es nicht zu sehen. Aber das, was es zu sehen gab, ist auf jeden Fall cool. Weil guck mal, wie schnell das hier auch geht. Die bauen wirklich zu dritt hier an diesem Haus hier. Ne? Das gefällt mir, also das gefällt mir, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Und wenn du das dann von innen noch eingerichtet hast, ist das bestimmt auch cool. Was steht denn hier? Benno, also diese Gebilde hier, das ist ja aber auch ganz toll und so, ne, und so. Ich glaube, sonst ist hier nichts weiter. Aber auf jeden Fall trotzdem richtig coole Idee. Hier wird mal ordentlich gebaut in dieser Map, also ordentlich coole Häuser bauen sie hier. Gefällt mir auf jeden Fall, muss ich dazu sagen. Und ja, würde ich mal so sagen, ich join nochmal in eine andere Map und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich schreibe erstmal rein, coole Häuser baut ihr da. Bin erstmal wieder weg. Viel Spaß noch. Ja, war wirklich sehr cool. Also wenn du das siehst hier, Leon, war wirklich eine nice, also richtig cool. Deine Map hier, wie ihr hier so schöne Häuser baut. Brandbesuch mal in der 100. Folge mein Ream. Kann ich machen, aber 100. Folge wird noch ein bisschen dauern. Also ich glaube, das mache ich schon vorher auf jeden Fall. Also Aikos Ream werde ich auf jeden Fall noch besuchen. Da könnt ihr euch schon mal wirklich, ohne Spaß, da könnt ihr euch drauf freuen. Das ist kein Scherz. Ihr könnt euch wirklich drauf freuen, wenn ich sein Ream besuche, weil ohne Spaß, das ist echt unfassbar. Und ich meine, die Minecraft-Entwickler waren sogar auf seinem Ream und haben ihn empfohlen. Ohne Spaß, das ist kein Scherz. Das wollte ich nur nochmal anmerken. Und yo, come on, the wild animal 88. Yo, dann schreibe ich hier nochmal rein, bye bye. Und dann würde ich mal so sagen, ich mach mal kurz einen Cut, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Map. So, da sind wir auch schon zurück. Ich bin jetzt dem S-Comment beigetreten, so heißt er, glaube ich. Ja, zwei Leute spielen in der Map. Das heißt, wir sind hier auch wieder nicht mit ihm allein, sondern es spielt noch einer mit. Das ist natürlich immer richtig cool, wenn du in der Map joinst, wo gleich mehrere drin sind. Und wenn wir sehen, hier S-Comment, ihm bin ich beigetreten und TheBestMan01 spielt auch noch mit drin. Ich schreibe einfach mal Hi, würde ich mal so sagen, ne? So wie man halt auch eine Begrüßung macht. Einfach mal Hi schreiben. Guck mal, hi. Und das gefällt mir jetzt ja ohne Spaß. Also ich meine, ich sage zwar öfters mal, das gefällt mir ja schon so. Aber ich meine, das ist auch so. Immer wenn ich in solche Maps joine, gefällt mir das gleich. Guck mal, was geht? Alles, was Beine hat. Sorry, das musste einfach mal gerade sein. Guck mal, eine Survival Map. Yay. Ich liebe Survival Maps. Ohne Spaß, guckt euch das mal an. Schon gleich hier direkt ein Brunnen am Start. Läuft, schreibt der, wie cool. Guck mal, schon direkt, schon direkt hier im Brunnen. Ich glaube, wenn wir da reinspringen, kommen wir nicht so einfach wieder raus. Ja, also ohne Spaß, guck mal, du joinst in diese Map. Das ist ja schon mal cool. Willkommen am Spawn-Stadtpunkt. Was willst du? Oh, eine Spinne. Was willst du? Nur mal vorbeischauen, wenn es okay ist. Also ich glaube, die kennen mich jetzt auch gar nicht. Ich weiß nicht, ich füge einfach nur Leute als Freund hinzu, die mich auch als Freund hinzufügen oder die ihre Gamertags in die Kommentare schreiben. Deswegen wundert mich das natürlich, wenn dann doch schon einige bei sind, die mich nicht kennen, weil wenn sie mich als Freund hinzufügen und in die Kommentare schreiben, jo, hier, so ist mein Gamertag, kannst mich mal besuchen. Aber ich meine, schlimm ist es ja nicht, komm, wenn er damit einverstanden ist, hier, S-Comment, kannst du dir mal anschauen. Ich weiß nicht, wenn du mich nicht kennst, kannst du dir trotzdem mal anschauen, vielleicht gefällt es dir, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber ich besuche dich mal in deiner Map hier und auf jeden Fall wirklich sehr cool. Wie findest du unsere Stadt? Richtig geil. Nehme gerade für YouTube auf. Alter, für YouTube auf. Alter, Mensch, YouTube auf. Ist das okay? Einfach mal fragen, ne? Guck mal, ach, guck mal hier, TheBestMan01 steht auch da. Yay, hallo, ihr beiden, so. Ja, guck mal, jetzt würde ich mal sagen, wir gucken uns hier mal diese Hütte an. Hier haben sie so einen kleinen Weg hingebaut, das ist natürlich auch schon mal richtig cool. Wir gehen jetzt einfach mal hier entlang, guck mal, das gefällt mir von außen auch schon, kein Ding. Nur, was willst du aufnehmen? Einfach so, eure Map. Einfach nur so eure Map, Leute. Ich möchte euch dort ein bisschen besuchen. Einfach mal schauen, was ihr so gebaut habt. Das finde ich ja mal wirklich, also ohne Spaß, das ist ja mal witzig. Fuck. Oh Gott, das war jetzt nicht mit Absicht. Ah. Oh. Sorry. Ja, ja. Haha, Hacken und so. Was? Was? Okay, Leute, also jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Ich glaube, das ist jetzt wirklich mal ein Fall. Der Typ kennt mich nicht. Und der denkt, glaube ich, wirklich, ich möchte hier irgendwie kein Ding repariere ich. Oder? Oder war das jetzt Spaß? Ich verstehe das nicht. Ich habe keinen Plan, ob er das jetzt ernst meint oder nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, er kennt tut er mich auf jeden Fall nicht. Ja, ich weiß nicht.
manche Typen sind halt so ein bisschen komisch drauf, finde ich immer. Aber ich denke mal, der ist auf jeden Fall ein ganz cooler, ganz korrekter Typ. S-Comment. Okay, gut, wir schauen uns jetzt hier mal die Bude an, würde ich mal sagen. Mir gefällt sie auf jeden Fall. Ich mache hier wirklich nichts kaputt, keine Sorge. Ja, das finde ich echt mal witzig. Da fügst du alle Leute als Freunde zu, die dich als Freund hinzufügen. Und auch die Leute, die Gamertags in die Kommentare schreiben. Und dann kennt dich damit einmal doch jemand von, nicht? Witzig. Ja, so, guck mal hier. Das gefällt mir auf jeden Fall auch hier, wie das hier so nach draußen geht. Man, hier hat man so einen kleinen Wintergarten, kannst du so sagen, ne? Es kommt hinterher. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr. Das sieht auch sehr cool. Huch, das sieht doch sehr cool aus eigentlich, muss man dazu mal sagen. Aber guck mal, hier kannst du schön weit rausgehen und kannst dann hier so aufs Meer gucken. Das ist auch auf jeden Fall wirklich cool. Also das gefällt mir auch, muss ich dazu mal sagen. Richtig coole Idee, wenn man hier so steht, ne? Also das ist wirklich, wirklich nice. Ne? Ne, es kommt. Guck mal, hier haben sie auch Öfen und Kissen und alles mögliche. Ja, das ist doch cool. Ich schau mal ganz kurz, und hier Wölfe auch. Das, also ohne Witz, guck mal, auch richtig geilen Eingang auch gebaut auf jeden Fall. Also das sieht auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Also überhaupt nicht schlecht aus. Ich kann mal eben nach oben gehen. Und mal schauen. Ja, wie das denn jetzt hier so... Wenn, ach, guck mal hier, cool. So ein kleines Schlafzimmer haben sie auch reingebaut. Und das ist natürlich auch wirklich nice. Ich kenne das YouTube-Leben auf Handy. Hab selber gemacht, hatte 120 Abos, hab aufgehört wegen Schule. Ich kenne das YouTube-Leben. Meint er jetzt das Projektleben oder meint er jetzt an sich YouTube-Videos machen? Okay, Okay, ich weiß nicht, was ich da jetzt alles zu schreiben soll. Ich kann da mehr so zu reden, aber so viel schreiben hier über diesen Minecraft-Chat ist auch ein bisschen... Ja, weiß ich auch nicht. Ja, aber kann ich schon verstehen, wenn man natürlich Schule hat. Das ist sicher bei mir auch stressig. Ich mache meine Ausbildung, bin auf Arbeit, Berufsschule, alles Mögliche, muss lernen und hast du nicht gesehen, bin spät zu Hause. Dass ich überhaupt solche Videos hier noch schaffe, das ist echt der Wahnsinn, dass ich das irgendwie noch hinkriege. Ich hoffe auch mal, dass die Lieber-Teilnehmer mir verzeihen können, dass ich da auch im Moment nicht so viel aufnehme. Ich schaffe einfach so viel nicht gerade. Ist ein Creeper? Ich habe hier gerade einen Creeper gehört. Ach, guck mal, hier ist auch so ein schöner Ausblick, wenn man hier mal so schaut. Wenn man hier jetzt mal so schaut. Guck mal, das sieht auch gar nicht mal so schlecht. Da hinten die Mühle, die möchte ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Ohne Witz, das muss auf jeden Fall auch nochmal sein. Also richtig cooler Ausblick auch auf jeden Fall. Hier geht es auch nochmal lang in einen Raum, wo nichts drin ist, aber fuck it. Also auf jeden Fall auch richtig nice. Okay, du hattest doch... Was? Du hattest doch auf YouTube Minecraft-Projekt, oder? Ja. Ich hatte mehrere. So, den schlagen wir jetzt erstmal platt, den Zombie hier. Na, ich möchte einen Critical Hit machen. So. Tür mal wieder zumachen. Warum führst du nicht weiter? Welches Projekt meint er denn? Welches Projekt meinst du? Ich weiß jetzt ja nicht, was er genau meint. Ich meine, hier mit unter Projekt verstehe ich vieles. Zum Beispiel lieber Minecraft, Let's Play, Brand kommt zu Besuch zum Beispiel. Na, die Spinne lässt mich jetzt mal in Ruhe hier. Ich weiß ja jetzt nicht, was er meint. Vielleicht meint er auch lieber, weil ich da immer so wenig von bringe. Das tut mir natürlich leid, dass ich da überhaupt wenig von bringe im Moment. Eigentlich war das jetzt nicht so geplant. Ich wollte eigentlich mehr bringen. Aber zeitlich habe ich das halt noch nicht ganz geschafft. Ja, schauen wir mal hier. Zu S-Comment. Und da dann Schild zu The Best Man. Ja, The Best Man spielt ja hier auch in der Map. Also guck mal, das gefällt mir aber ohne Spaß. Das ist richtig cool eigentlich, wenn du dir das hier mal anschaust. Guck mal, hier geht's auch nach oben. Das haben sie auch wirklich richtig cool gebaut. Du meinst im YouTube-Video, dass jeder dich mal adden soll, um ein Projekt daraus zu machen. Warte mal, was meint er denn jetzt genau? Meint er jetzt dieses Survival-Projekt, was ich mal geplant habe, was bis jetzt wirklich noch gar nichts geworden ist bisher? Was ich mal angekündigt habe? Oder was meint er denn jetzt? Ich weiß nicht, was er meint. Dass jeder dich mal adden soll, um ein Projekt daraus zu machen. Survival-Projekt? Ich weiß nicht ganz genau, was er meint, weil wenn er das meint, dann tut es mir natürlich auch an alle nochmal leid. Jo, das ist die Brücke zum Tal Orchen. Achso, zum Tal Orchen. Leute, ja, richtig cool. Ja, ich weiß ja nicht, wenn er das meint, dann natürlich nochmal sorry an alle. Ja, ja, Survival. Sorry nochmal an alle, dass bis jetzt so ein Projekt noch gar nicht stattgefunden hat. Ich habe es zeitlich wirklich noch nicht geschafft, aber ich plane sowas auf jeden Fall noch. Kommt noch. Ich schreibe es auch rein, kommt noch, weil das ist ohne Witz, kommt wirklich noch. Ich plane wirklich noch so ein Projekt mit euch zusammen. Ist ohne Spaß, ist meine Ernst. Und ja, guck mal, das ist auf jeden Fall schon mal richtig cool hier auch so diese Brücke. Wo hoch? Wo hoch? Was? Ich weiß ja nicht, was er meint gerade. Wir schauen uns hier auf jeden Fall mal weiter um. Guck mal, hier hat er so ein Kiesweg gebaut, also eine Kiste. Und hier auch so eine Hütte. Das Muster sieht natürlich auch cool aus, hier mit diesem verschiedenfarbigen Holz. Also das ist auf jeden Fall auch richtig cool. Da die Öfen. Also das gefällt mir auf jeden Fall auch. Guckt euch das mal an. Und hier, guck mal, Bett und alles. Das sieht doch eigentlich ganz nice aus. The Best Man wurde von Enderman erschlagen. Von einem Enderman wurde er erschlagen, lol. Okay. Oh, guck mal, hier geht's runter.
schauen wir uns das doch auch nochmal an. Ach lol, also die Muster hier, also das Muster hier gefällt mir doch auf jeden Fall. Also das muss man mal echt dazu sagen. Hier haben wir so einen kleinen Keller. Solche Muster mit verschiedenem Holz so über Kreuz, sag ich mal so. Gefällt mir, also das ist wirklich auch ein cooles Muster. Da die ganzen Öfen. Gefällt mir wirklich, also sieht gar nicht schlecht aus. Jetzt gehen wir nochmal zur Mühle, würde ich mal so sagen, bevor wir dann die Aufnahme beenden. Ist halt mal ein bisschen überlang, aber ist ja nun auch nicht so dramatisch, ne? Weil ich meine ganz ehrlich, die Map finde ich wirklich richtig cool. Wenn man zu viel hat von Weizen, dann in die Kiste. Ab hier darf man nicht springen. Okay. Ich gehe einfach mal, darf ich hier... Achso, damit geht das mal wieder zu, ne? Tatsächlich. Damit geht es wieder zu. Hier haben sie so ein Feld gebaut. Ich versuche nicht zu springen, weil ich weiß ja, was dann passiert. Soll ich mal hier langlaufen übers Feld? Nicht, dass ich dann doch springe aus Versehen. Aber wie man auf jeden Fall von hier sehen kann, sie haben hier ein Feld gebaut. Guck mal, hier so mit schön so einem Wasserfall nach unten. Ach, das ist ja so eine Mühle. Genau, so eine Mühle hier. So ein Feld an der Mühle. Richtig cool, ich habe alle selber gebaut. Sieht zwar nicht gut aus, aber ja, passt schon. Doch klar, sieht... super aus. Ernsthaft, ohne Spaß, das sieht doch echt super aus. Also mir gefällt es wirklich. Guck mal, so ein Feld, da so eine Mühle. Und wenn du jetzt hier reingehst in die Mühle, bin ich auch mal gespannt. Guck mal, hier kannst du gleich hier so eine Treppe hochgehen. Na, hier ist nichts. Und dann kannst du hier gleich... Das ist ja cool, ohne Witz. Vor allem hier auch mal diesen Holzstämmen. Das gefällt mir, muss ich dazu mal sagen. Also wirklich, Hut ab. Jetzt stehst du schon in der Mühle drin. Das ist natürlich echt cool. Also eine Mühle könnte ich auch mal im Let's Play bauen. Eigentlich wäre mal so eine Idee von mir. Ja, gefällt mir auf jeden Fall, muss ich dazu mal sagen. Hast du richtig cool gebaut hier oder habt ihr richtig cool zusammengebaut? Wirklich nice. Ja, gehen wir nochmal wieder raus. Guck mal, da liegt Fleisch. Soll ich das jetzt essen? Ich esse es einfach mal. Dankeschön. THX, thanks. So, jo, auf jeden Fall richtig cool hier. Auch die Mühle, würde ich mal so sagen. War auf jeden Fall richtig nice. Hier, guckt euch die Mühle mal an. Guckt euch mal die Mühle an. Guckt euch mal die Mühle an. Wie cool. Also ohne Spaß habt ihr wirklich richtig cool gebaut, wenn ihr das Video hier seht. Habt ihr wirklich mega cool gebaut. Mir hat es auf jeden Fall sehr in eurer Map gefallen. Jetzt muss ich nur leider langsam auch mal aufhören, weil ich meine, ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen und wir haben jetzt schon hier ein bisschen Überlänge in dieser Folge. Und ja, da würde ich mal so sagen, guck mal, von hier sieht es auch richtig cool aus. Ja, da würde ich mal so sagen. War's das erstmal? Ich schreibe mal nochmal... Ja, nice Map habt ihr ja, hier. Bin erstmal wieder weg. Und jo, klar, kann ich bald mal machen gern. Ja, das ist echt, also was er gerade geschrieben hat hier, dass ich mal mit zu deren Stadt mich anschließe, dann kommen andere Feinde hier, steht er. Er will das wahrscheinlich auch so wie so eine Story draus machen, irgendwie sowas, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt mal zugesagt, also zugesagt direkt ist nicht, ich habe gesagt, kann ich mal gerne machen, bald gerne. Ich muss nur halt mal sehen, wie er das jetzt genau meint, ob er jetzt mal einfach mal so privat ab und zu mal so ein bisschen rein und mal so ein bisschen zocken oder mit aufnehmen wird schwierig wegen der Zeit, weil wie gesagt, am Wochenende kann ich schlecht aufnehmen, habe aber so an sich zum Zocken Zeit, bin aber halt dann auch nicht unbedingt bereit, jetzt aufzunehmen, ist immer das Problem. Ja, gibt halt da so ein paar private Gründe, muss man jetzt glaube ich nicht alles unbedingt auf YouTube erzählen, aber ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, deswegen ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mache und okay, jo, bis später und kein Ding war cool, jo, dann bin ich erstmal wieder weg, ich schreibe nochmal bye bye hin, ja, war auf jeden Fall nice, viel Erfolg mit YouTube, danke. Dankeschön, jo. Ich glaube, er kennt mich an sich gar nicht so richtig, aber irgendwie weiß er, glaube ich, doch schon, wer ich bin. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür, wenn du das Video siehst. Vielen Dank dafür, ja, dass du mir noch viel Erfolg mit YouTube wünschst. War auf jeden Fall cool in deiner Map und ich bin mal sehr gespannt, ja, wie es auch mit YouTube auch noch weitergeht. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ich bei dir in der Map spielen durfte. Und wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Brandkommt-Besuch Folge 24 wieder. Und und ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und sorry für die Überlänge, aber das muss nun auch mal sein. Jo, dann bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag und tschüss.